Liebe Bürger, am Freitag wurden verstörende Nachrichten über einen Kollegen der CDU bekannt. Der Titel des Berichts im Spiegel lautete: Ist Philipp Amthor käuflich? Wer den Namen nicht kannte, Philipp Amthor ist mit gerade 27 Jahren einer der jüngsten Abgeordneten im Parlament, erinnert äußerlich ein wenig an Harry Potter und gehört zur Vielzahl der Abgeordneten, die direkt vom Hörsaal in den Plenarsaal wechselten. Zeit für das juristische zweite Staatsexamen blieb da nicht, das aber für jede echte juristische Berufsausübung unerlässlich ist. Dafür strebte er, also zumindest bis zum Ende der letzten Woche, den Parteivorsitz in Mecklenburg-Vorpommern an, um sich dann dort nach der nächsten Landtagswahl zum jüngsten Ministerpräsidenten aller Zeiten küren zu lassen. Nachdem Amthor sich im Herbst 2019 bei Wirtschaftsminister Altmaier als Türöffner für ein amerikanisches Unternehmen eingesetzt hatte, unter anderem mit einem persönlichen Schreiben auf seinem offiziellen Briefpapier als Abgeordneter, wurde er im Mai 2019 in den Vorstand eben dieses Unternehmens berufen. Angeblich ohne feste Vergütung, jedoch soll er fast 3000 Aktienoptionen erhalten und in den Genuss von angeblich geschäftlichen Treffen mit Luxuscharakter gekommen sein. Die Rede ist von Treffen auf der Urlaubsinsel Korsika, im mondänen St. Moritz in einem 5-Sterne-Hotel oder in einem Innenlokal in New York mit, Zitat, Austern und Shampoos. Das Festhalten an der Unschuldsvermutung wird noch schwerer, wenn man erfährt, dass zu den Geschäftskollegen von Amthor ein der akademischen Hochstapelei überführter ehemalige Bundesminister namens Guttenberg gehört. Im Fall Amthor ist für mich neben der Selbstverständlichkeit, mit der hier schon ein ganz junger Abgeordneter Lobbyismus in Reinkultur betreibt, nicht nachvollziehbar, dass zu dieser Tätigkeit von Amthor die Veröffentlichung des Bundestages keine Angaben zur Höhe der Nebeneinkünfte enthalten, und zwar angeblich, weil nach Auffassung der Bundestagsverwaltung Aktienoptionen keinen geldwerten Vermögensvorteil darstellen. Eine Auffassung, die für mich absolut unvertretbar ist. Da passt es, dass heute die, schwieriger Begriff, Kommission des Ältestenrats für die Rechtsstellung der Abgeordneten tagt, in der ich die AfD-Fraktion vertrete. Denn gerade dieses Gremium befasst sich intensiv mit dem Thema der Verhaltensregeln für die Abgeordneten. Die Verwaltung wird mir erklären müssen, warum Aktienoptionen nichts wert sein sollen und ob das für Austern und Shampoos auch gilt. Weiterhin werde ich zur Sprache bringen, dass eine Nebentätigkeit doch verboten sein muss, wenn man sich vorher politisch für ein Unternehmen eingesetzt hat. Hier muss eine Schamfrist von mindestens 2 Jahren gelten. Wenn das die Kollegen anders sehen, wird die AfD einen entsprechenden Änderungsantrag alleine einbringen. Ob hier Lücken im Regelwerk bestehen bzw. die Verwaltung die Regeln falsch angewendet hat, wird in der Rechtsstellungskommission und im Geschäftsordnungsausschuss geklärt werden. Ob ein rechtliches Fehlverhalten seitens des Kollegen vorliegt, wird dagegen ausschließlich von der Bundestagsverwaltung im Auftrag des Bundestagspräsidenten geklärt werden, nicht von uns Abgeordneten in Kommission oder Ausschuss. Jenseits von Rechtsfragen liefert die Union hier aber ein hervorragendes Beispiel, warum es die AfD gibt und weshalb ich selbst Politiker geworden bin. Ganz egal, ob das legal war oder nicht, das Verhalten des Kollegen Amthor war das eines Mietmauts, eines käuflichen Interessenvertreters und nicht das eines Volksvertreters. Jedenfalls nicht nach dem Verständnis der AfD und unserer über 6 Millionen Wähler. Das ist der eigentliche Grund, warum wir als AfD so gehasst werden. Nicht nur, weil wir Deutschland lieben, nicht nur, weil wir den Altparteien ihre Pfründe wegnehmen, sondern vor allem, weil wir solche Geschäftsmodelle anprangern und nicht dulden werden. Da ist es doch kein Wunder, dass die Altparteien auch den Verfassungsschutz politisch instrumentalisieren, um die AfD zu bekämpfen. Mehr zum Thema Lobbyismus und vermutlich auch zu Philipp Amthor erfahren Sie am Freitagnachmittag im Rahmen einer Aktuellen Stunde zu diesem Thema im Plenum. Schalten Sie ein. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.